Herzlich willkommen zu einer neuen Folge iOS Tipps. Heute geht es um das Musubu Rubber Band iPhone Case für das iPhone 4 und 4S. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge iOS Tipps. Heute geht es um das Musubu Rubber Band iPhone 4 4S Case. Hierbei handelt es sich um eine einfache Hülle für das iPhone 4 4S, wie schon gesagt. Diese gibt es online im Mubuzu Store für 13 Dollar oder bei uns im Mediamarkt für 6 Euro, beziehungsweise 5,99 € haben wir die gefunden. Als erstes entfernen wir hier das Gummiband und öffnen mal die Verpackung. So, Band, Rückseite, Vorderseite, dann die Mubuzu Rubberband Hülle, eine kleine Anleitung und einen iPhone Stand zum selber basteln. Dann packe ich mal mein gutes altes iPhone 4S aus, das schon ein bisschen was mitbekommen hat und jetzt für uns als Crash-Dummy herhalten muss. Die Hülle ist relativ stabil, fällt mir auf, dafür, dass sie nur 5 Euro gekostet hat und aus Plastik ist. Also ist ziemlich fest und lässt sich nicht sehr leicht verbiegen. Und deshalb ist es auch ein bisschen schwer, das iPhone hier reinzubekommen. So, da, so. So sieht dann das iPhone hier drinnen aus. Hier oben muss ich ehrlich sagen, spüre ich nicht, ob ich den Button wirklich treffe oder ob ich ihn bedienen kann. Mittlerweile ist der Akku leer. Aber Laut- und Leise-Tasten knacken schön, wie man hört. Und auch der Lautlosschalter ist gut zu erreichen. So, dazu gibt es dann noch diesen Stand, sage ich mal, den man sich selber zusammenbauen kann. Und zwar geht das ganz einfach. Man knickt das hier nach hinten ab. Hakt das hier ein und klappt das kleine Ding nach vorne und dann kann man sein iPhone schon ganz einfach hier reinstellen und Filme schauen jeweils entweder im vertikalen oder horizontalen Modus. Ist ein ganz witziges Extra, was dabei ist, hat man nicht so oft und es funktioniert auch genauso gut für andere iPhone-Versionen, zum Beispiel das iPhone 5S steht hier genauso gut drinnen. Und Musikvideos oder Videos allgemein kann man damit auch sehr komfortabel anschauen. So viel mal zur Hülle an sich und dem Extra. Also die Hülle, muss ich sagen, ist ziemlich stabil. Deshalb würde ich jetzt auch mal den Crashtest wagen, da ja unser iPhone 4S, wie gesagt, schon mittlerweile als Dummy dient. Testen wir mal einen Fall aus normaler Höhe, also aus Handhöhe 1,20 circa, wie wenn man es einfach fallen lässt und schauen mal, was passiert. So, dann lassen wir das Gerät mal fallen aus geschätzten 1 Meter, 1,20 Meter, wenn ich es jetzt einfach mal so aus der Hand fallen lassen würde. So, dann schauen wir uns mal die Geschichte an, wie die 6-Euro-Hülle denn den Sturz abgemildert hat. Die Brüche hier oben, die waren schon alle drin. Nur diese hier quer über den Bildschirm sind neu dazugekommen. Das heißt, die Hülle hat jetzt nicht viel geholfen. Schauen wir uns mal die Rückseite kurz an. Dort ist auch noch ein bisschen was dazugekommen, nämlich dieser Streifen, dieser Streifen, dieser Streifen und dieser Streifen, wenn ich mich nicht täusche, das hier unten war auch schon vorher da. Aber die hier sind auf jeden Fall neu hinzugekommen. Das heißt, leider hat die Musubo Hülle jetzt nicht wirklich großartig irgendwelche Schäden am Handy verhindert. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich es wirklich geschafft habe, das Handy überragend auf dem Display landen zu lassen. Und nicht irgendwie auf der Seite. Wenn es auf der Seite gelandet wäre, wäre ich mir sicher gewesen, dass das nicht großartige Folgen gehabt hätte. Aber es ist
immer scheiße, wenn das Handy so oder so landet. Auf den Kanten ist es meistens nicht ganz so schlimm, wenn man einen Bumper oder so eine Hülle wie diese hier hat. Nun, 6 Euro für die Hülle sind ein toller Preis. Dazu noch dieser kleine Stand. Beide ist ein guter Preis. Die Hülle ist meiner Meinung nach etwas zu hart, wodurch die Stürze nicht wirklich sehr gut abgefedert werden. Deshalb, ja, kann man es jetzt für Extremsportler nicht unbedingt empfehlen und auch nicht so unbedingt, wie ihr gesehen habt, in unserem Test für den Alltag als Schutz vor irgendwelchen Brüchen bei einem Fall. Aber sie schützt auf jeden Fall vor Kratzern. Sieht jetzt nicht ganz affig aus, muss ich ehrlich sagen. Für eine Plastikhülle mit Stand. Einen kleinen Kringel zum ja, Hinhängen, so als Schlüsselanhänger oder was weiß ich für einen Anhänger. Außerdem noch lobenswert für so billige Hüllen, dass bei der Kameraöffnung hier oben schwarzes Plastik benutzt wurde, wodurch der Blitz nicht mehr so in den Kamerastrahl rein scheint und dadurch diese hellen Stellen vermieden werden. 6 Euro sind ein guter Preis für diese Hülle, aber mehr als gut ausschauen und vor Kratzern und leichten Stürzen schützen kann sie nicht wirklich. Jedoch ist das Preis-Leistungs-Verhältnis vernünftig. Entscheidet selbst, ob ihr euch diese Hülle besorgt. Das war's für heute von iOS Tipps. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, den wir heute haben. Und bis zum nächsten Mal. Ach ja, abonnieren bitte nicht vergessen, wenn ihr mehr Reviews zu Hüllen, Cases, Zubehör oder Apps sehen wollt. Bis zum nächsten Mal, eure iOS.